Marhaban bikum. In diesem Video lernen wir den Artikel. Wir haben nur einen Artikel im Arabischen und heißt Al. Nur diese zwei Buchstaben, Alif plus Lam, A plus L, ausgesprochen Al. Zum Beispiel haben wir ein Wort wie Batich. Batich heißt Wassermelone. Das Wort Batich, du siehst hier gar kein L, ne? Das Wort hier heißt Wassermelone oder eine Wassermelone, ne? Das Wort beginnt mit dem Buchstaben B, ne? B, Batir. Und wenn ich jetzt ein Wort lese und dieses Wort oder das Wort beginnt nicht mit einem L, heißt hier, das Wort ist ohne Artikel, ja? Batir beginnt nicht mit diesem L, heißt hier, dieses Wort ist ohne Artikel. Und wenn ich jetzt vor dem Wort direkt L schreibe, ne, genau hier, du findest dieses L ist verbunden mit dem nächsten Buchstaben B. Dann hier Al-Batir. Ne? Al-Batir. Auf Deutsch, die Wassermelone. Du hast hier zwei Wörter. Die und Wassermelone, ja? Artikel plus Nomen. Im Arabischen haben wir jetzt nur ein Wort, Al-Batir, und keine zwei Wörter. Du hast jetzt dieses Al mit dem Wort Batir verbunden. Wenn du das machst, hast du jetzt nur ein Wort, Al-Batir. Und hier ganz einfach, so schreiben wir oder so bilden wir die Wörter mit dem Artikel auf Arabisch. Ein Wort, davor schreibst du Al, ne? Dann zum Beispiel Al-Batir, die Wassermelone und so weiter. Das üben wir oder das üben wir weiter in den nächsten Lektionen. Shukran wa ila al-liqa.